Ja. Gut, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer 17. Beiratssitzung des Beirats für nachhaltige Entwicklung hier und heute. Wir widmen uns heute Fragen der Standardisierung der Sustainable Development Goals, der SDGs. Und wir haben zwei Gäste heute in unserer Beiratssitzung. Zum einen Frau Lorenza Jakia von der United Nations Economic Commission for Europe und die Frau Sibylle Gabler vom Deutschen Institut für Normung. Außerdem begrüße ich natürlich ganz herzlich die Gäste auf den Tribünen und Herrn Bauernfeind vom Bundeskanzleramt. Frau Jakia ist eingeladen in ihrer Funktion als Secretary Working Party on Regulatory Cooperation and Standardization Policies der United Nations Economic Commission for Europe, UNECE. Sie wird uns vom Projekt Standards for the SDGs berichten, das von der UNECE gemeinsam mit der ISO betrieben wird. Dessen Ziel ist es unter anderem, das Bewusstsein bei Normsetzungsorganisationen für die 2030-Agenda zu erhöhen. Und darüber hinaus freuen wir uns, dass Frau Sibylle Gabler aus ihrer Perspektive uns berichten wird. Frau Gabler arbeitet beim Deutschen Institut für Normung, auch als DIN bekannt. Und sie wird uns eben auch aus ihrer Perspektive erläutern, wie eine Normierung, eine Standardisierung für die Erreichung der SDGs sinnvoll aussehen könnte. Der Prozess der SDGs ist bekannt seit 2015 bzw. seit 2016 dann in ihrer Gültigkeit. Für alle Länder wollen die Vereinten Nationen dazu beitragen, dass diese Ziele auch Umsetzung erfahren. Wir haben ja in unseren Reihen auch einige Teilnehmer beim HLPF in New York im letzten Jahr gestellt. Und immer wieder stellt sich eben für uns auch die Frage oder auch die Herausforderung, dass man unter den 17 Zielen mit den 169 Unterzielen auch ja, länderspezifisch unterschiedliche Verständnisse eben auch aufbringt und wie hier ein Ansatz aussehen könnte, wie eine Normung aussehen könnte. Das ist natürlich auch für uns aus der nationalen Betrachtung von besonderer Bedeutung. Deutschland hat sich ja zum Ziel gesetzt, in, aber auch mit und durch Deutschland zur Erreichung der SDGs beizutragen. Bevor ich unseren Gästen das Wort erteile, noch ein paar kurze Hinweise zum Ablauf der heutigen Sitzung. Wir geben unseren Gästen die Gelegenheit, in einem 10- bis 15-minütigen Eingangsstatement in einer jeweils vorhandenen oder dargestellten Präsentation ihre Eingangsstatements dann auch darzubringen. Wir gehen dann in die Fragerunden über. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir in etwa um 19.15 Uhr sozusagen den Teil auch des Gesprächs dann beendet haben wollen. Aber wenn es darüber hinaus Fragen gibt, dann werden wir natürlich auch nicht spontan abbrechen. Die Obleute haben sich außerdem verständigt, dass heute das Gespräch live aufgezeichnet wird, dass es auch übertragen wird im Parlamentsfernsehen, außerdem auf www.bundestag.de und auch auf der entsprechenden App. Über das Fachgespräch wird außerdem ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Sitzung auch mitgeschnitten. Ich sehe hier keinen Widerspruch, dann können wir so verfahren. Und ich würde auch gleich Frau Jakia das Wort geben. Thank you very much and I'm really honored and humbled by this invitation. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mich eingeladen haben. Ich fühle mich sehr geehrt. Es ist mir ein Vergnügen, heute hier zu Ihnen zu sprechen und das Thema der SDGs Ihnen nahe zu bringen, denn Sie sind ja im Deutschen Bundestag dafür verantwortlich, das Ganze auch in Gesetze zu fassen. Und ich glaube, dass die Normen dabei behilflich sein können, diese Aufgabe zu übernehmen. Und diese Normen können auch dabei dienlich sein, die entsprechende Agenda 2030 auch zu einer Realität in Deutschland zu machen, im täglichen Leben der Bürger und der Bevölkerung insgesamt. Ich möchte zunächst einmal meine Organisation vorstellen, die UNECE. Das ist eine der 5 regionalen Kommissionen der Vereinten Nationen. Und dort gibt es auch eine Mitgliedschaft, die sehr divers ist und sehr groß.
Insgesamt erstreckt sie sich über 3 Kontinente. Insgesamt haben wir dann Nordamerika, Europa und Asien, wie man das hier gut auch erkennen kann. Das heißt, wir sind als Kommission nicht nur für Europa zuständig, sondern auch noch viel mehr. Wir haben ein großes Mandat, da geht es um den Handel, die Umwelt, den Verkehr, nachhaltige Energie, die Forstwirtschaft, Wohnen und Statistik und Raumordnung ebenso wie andere Themen. Was möchten wir tun? Wir möchten die SDGs umsetzen und diese globalen Ziele in Normen und Standards umsetzen, Konventionen ebenso etablieren, Kapazitäten aufbauen, ebenso wie das Engagement in Partnerschaften mit dem Privatsektor, mit der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft, so dass diese Agenda wirklich vor Ort umgesetzt wird und lebendig wird. Und unser ehemaliger Generalsekretär Ban Ki-moon hat gesagt, dass wir dazu in der Lage sind, öffentliche Güter zu verbessern, und über 100 Länder über unsere Region hinaus können von unserer Arbeit profitieren. Wir haben also eine große Mitgliedschaft, aber es gibt auch viele Länder, die nicht Mitglieder sind und an unseren Beratungen dennoch teilnehmen. Sie können dann von den Ergebnissen unserer Arbeit auf vielfältige Art und Weise profitieren. Innerhalb der UNECE gibt es eine kleinere Plattform, das ist die Arbeitsgruppe zur regulatorischen Kooperation und zu den Normenpolitiken. Das ist eine zwischenstaatliche Einrichtung. Da finden verschiedene Behörden auch ihren Einfluss. Es gibt aber auch regionale und internationale Organisationen, Normsetzungsorgane, ebenso wie die Wirtschaftszertifizierungsorgane, Prüfinstitutionen. Und wir haben eine gleichberechtigte Teilnahme aller Mitglieder und auch Nichtmitglieder. Also beinahe 50 Jahre existieren wir bereits als sehr lebendige Arbeitsgruppe. Es geht insbesondere in unserem Mandat um die Normierung und die Kooperation im Bereich der Regelsetzung. Natürlich müssen wir auch eine Konformitätsprüfung durchführen, ebenso wie die Marktüberwachung, und das Messwesen spielen eine Rolle. Wir haben natürlich auch das Risikomanagement über regulatorische Rahmenwerke mit verwaltet, und wir sind auch im Bereich der Bildung tätig, dort auch für Normen und Standards. Wir möchten natürlich auch Kapazitäten aufbauen, beste Praktiken weiter verbessern und auch Sensibilisierungsmaßnahmen durchführen. Wir möchten auch sektorelle Initiativen implementieren, so dass die Menschen und Länder auch über Grenzen hinweg in verschiedenen Sektoren zusammenarbeiten können. Nun komme ich zum heutigen Thema, und zwar geht es da um die Standards für die SDGs. Das haben wir erst vor einigen Monaten begonnen, dort insbesondere mit der Umsetzung. Die Zielsetzung war, dass wir eine Sensibilisierung der Normsetzungsorgane fördern wollten zum Thema Agenda 2030, und wir möchten auch, dass die Politiker, die Behörden, Regulierungsorgane, Zivilgesellschaft ebenso wie andere Wirtschaftsvertreter und Akteure die Möglichkeit haben, unsere Standards und Normen als Instrumente zu benutzen für die nachhaltige Entwicklung. Wir möchten da über verschiedene Organisationen und Länder hinweg arbeiten, auch verschiedene Arbeitsmethoden anwenden und eine wahre Partnerschaft zwischen den verschiedenen Regulierungsinstitutionen und Standardisierungsorganisationen hervorbringen. Das heißt, hier haben wir doch einige wichtige Themen, mit denen wir uns befassen. Bevor wir zum Projekt selbst kommen, möchte ich eine kurze Einleitung zum Thema Normen geben. Und Frau Gabler wird da sicherlich noch nachher einiges zu sagen. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, sind wir mit Normen konfrontiert in allem, was wir tun. Also unser Wecker, der klingelt, und der ist natürlich entsprechend Normen auch so eingestellt. Dann putzen wir uns die Zähne, wir toasten ein Toastbrot und wir gehen laufen mit unseren Joggingschuhen, und all diese Dinge, die unser Leben so erleichtern, sind deshalb so gut, weil es internationale Normen gibt. Diese gewährleisten, dass die Produkte, die wir verwenden, sicher sind. Die sind interoperabel, das heißt, wir können die Produkte in egal welchem Land verwenden, und die können
nahtlos ineinander übergreifen. Also unsere Kreditkarte passt immer in den Geldautomaten und so ist das überall. Unser Leben wird konstant von diesen Normen und Standards definiert, die zum Beispiel von der DIN und meiner Organisation entwickelt werden. Und ich glaube, das funktioniert jetzt nicht, deshalb überspringe ich das. Aber wie werden diese Standards genau entwickelt? Und wahrscheinlich sind Sie vertraut mit DIN als nationaler Normungsorganisation. Das gibt es natürlich auch anderswo in den Ländern der Welt. Dort gibt es überall Normungseinrichtungen. In Russland gibt es GUST, in Kenia gibt es KELBS und in jedem Land gibt es eine eigene Normungsorganisation. Auf der regionalen Ebene haben nicht alle Länder eine regionale Einrichtung, aber doch sehr viele. Es gibt regionale Institutionen, zum Beispiel in Europa, CENELEC und andere. Und dann haben wir auch die ISO, IEC und ITU. Das sind die Hauptnormungsorganisationen international zusammen mit anderen. Aber es gibt auch andere Organisationen, die Normen entwickeln. Davon gibt es viele. Das wird vielleicht auch ein bisschen verwirrend, insbesondere für den Normalbürger oder auch für Regulierungsbehörden oder die Mitglieder von Parlamenten, die Abgeordneten in verschiedenen Ländern. Wie können wir diese Diversität entsprechend koordinieren und wie können wir die verschiedenen Normen auch nutzen, die von diesen verschiedenen Einrichtungen entwickelt werden. Da ist es sicherlich von grundsätzlicher Bedeutung, und das werden wir sicherlich noch einmal in der Diskussion ansprechen, wir müssen zunächst einmal verstehen, was sind die Unterschiede zwischen technischen Regelungen und Standards oder Normen und wie kann man diese Normen in der Regulierungsarbeit verwenden. Ich wollte das eigentlich am Anfang sagen, aber habe das doch vergessen. Wenn Sie mich irgendwann unterbrechen möchten in meinem Vortrag, dann können Sie das gerne tun und dann kann ich entsprechend auch kurz innehalten und eine Pause machen und die Fragen beantworten, auch im Laufe meiner Präsentation. Der Unterschied zwischen den Regulierungen und den Normen oder Standards ist, dass die Normen freiwillige Instrumente sind und die technischen Regelungen, die sind verbindlich. Manchmal ist das natürlich verwirrend, denn nicht jedes Land verwendet dieselbe Terminologie, wenn man entsprechend die verschiedenen Instrumente bezeichnet. Und in vielen Ländern wird zum Beispiel der Terminus verwendet, obligatorischer Standard oder obligatorische Norm. Und das ist ein bisschen verwirrend, denn dann weiß man nicht genau, ob das Ganze freiwillig ist oder nicht. Aber die Normen, die sind Dokumente, die im Konsens erstellt werden. Die werden dann von einer anerkannten Einrichtung auch genehmigt und verabschiedet. Und die technischen Regulierungen sind Dokumente, die von Regulierungsbehörden, wie auch zum Beispiel einem Parlament, gestaltet werden und die definieren dann die Eigenschaften der Produkte, die wir verwenden und die Einhaltung dieser Anforderungen ist verbindlich. Und das ist eine grundsätzliche Definition. Das haben wir auch entsprechend bei der WTO in den verschiedenen Vereinbarungen festgelegt und daran halten wir uns auch als Mitglieder der WTO in allen Ländern, die diese Übereinkommen in der WTO unterzeichnet haben. Jetzt möchte ich das noch ein bisschen weiter unterscheiden. Die Unterschiede zwischen den Normen und Regulierungen sind folgende. Also die Normen oder Standards werden von entsprechenden Normsetzungseinrichtungen entwickelt und die Regulierungen werden von Regulierungsbehörden, von Ministerien oder von Parlamenten aufgesetzt. Und es gibt auch unterschiedliche Gründe, warum diese Dinge verwendet oder eingeführt werden. Bei den Normen ist es sehr häufig so, dass die Unternehmen zusammenkommen. Sie definieren diese Normen, denn sie möchten den Marktzugang erleichtern und innerhalb der Lieferketten besser zusammenarbeiten. Sie möchten auch geringere Betriebskosten haben. Sie möchten auch entsprechende Stabilität haben bei ihrem Betrieb, eine garantierte Qualität und damit auch das Vertrauen der Öffentlichkeit. Bei der Regulierung ist es häufig ganz anders, weshalb diese Regulierung
Regulierungen eingeführt werden. Sehr häufig möchten die Regulierungsbehörden ihre Mitbürger schützen vor Gefahren und sie möchten Marktversagen korrigieren. Sie möchten auch öffentliche Befürchtungen im Bereich des Gesundheitswesens oder der Umwelt angehen. Also die Gründe, weshalb wir diese verschiedenen Instrumente haben, sind doch sehr unterschiedlich. Ebenso wie die Entwicklung dieser Instrumente. Die Normen sind konsensbasiert und sie werden verhandelt in Expertengremien. Wiederum werden die Ergebnisse dieser Verhandlungen dann von den Mitgliedern der Normungsorganisationen anerkannt und verabschiedet. Bei den Regulierungen ist es so, dass externe Akteure konsultiert werden, aber das ist nicht notwendig. Manchmal ist das eine Anforderung bei einigen Verfahren, aber das ist nicht etwas, was verbindlich stattfinden muss. Da sieht man also bereits, dass diese zwei Welten doch sehr unterschiedlich sind. Viele Regulierungsbehörden verwenden allerdings Normen bei ihrer Regulierungsarbeit. Und das tun sie, denn die Normen machen das Verfahren zur Entwicklung von Regulierungen sehr viel einfacher. Das bedeutet also, dass man entsprechende technologische Entwicklungen mit einbeziehen kann in die Regulierungen und das sehr viel schneller. Und das führt auch dazu, dass die Effizienz der Regulierungsarbeit verbessert wird. Es ist auch so, dass wenn man als Wirtschaftsakteur bestehende Regulierungen einhalten möchte, es sehr viel einfacher wird. Und sehr häufig ist es so, dass die Verantwortung für die Einhaltung der Normen bei einzelnen Unternehmen liegt. Und diese können entsprechend die Anforderungen der Regulierungen erfüllen, indem sie sich beziehen auf eine bestimmte Norm. Und sie können dann beweisen, dass sie diese Norm auch eingehalten haben. Und das ist sozusagen die Grundlage des Regelungssystems, was wir in der Europäischen Union anwenden. Die Verwendung der Normen in Regulierungen ist also eine gute Regulierungspraxis. Die Normen werden in Regulierungen verwendet, aber nicht ausschließlich, sondern auch in der politischen Arbeit. Zum Beispiel, wenn Politiker Anreizsysteme schaffen. Hier zum Beispiel, wenn es im Bundestag bestimmte Fenster gäbe, die einer bestimmten Norm entsprechen, dann kann man zum Beispiel Versicherungsprämien reduzieren oder vielleicht andere Kostenvorteile genießen. Und das wäre ein Beispiel unter vielen. Und dann gibt es noch andere Anreize, die Politiker verwenden können. Das hat zu tun mit der Beschaffung bestimmter Produkte oder mit anderen Programmen, die insbesondere in der Regierungsarbeit verwendet werden. Und es gibt noch einen weiteren Schlüsselbereich der Aufnahme von Normen in Regulierungen ist die Organisation und Zusammenarbeit mit internationalen Handelspartnern. Wenn also verschiedene Länder dieselben Normen verwenden als Grundlage für ihre Regulierung, dann wird der internationale Handel stark vereinfacht. Was noch sehr wichtig ist für unsere Organisation, ist, dass die Normen verwendet werden können als Grundlage der Regulierungssysteme. Das heißt, Risikomanagement-Standards oder Normen können insbesondere verwendet werden, um zu entscheiden, ob Regulierung überhaupt stattfinden muss und wenn ja, in welcher Form. Da gibt es spezifische Empfehlungen, das haben wir entsprechend auch ausgearbeitet in meiner Arbeitsgruppe. Und zwar geht es dabei darum, wie man Risikomanagement-Entscheidungen verwenden kann, um die Regulierungsergebnisse zu verbessern. Das werden wir jetzt nur oberflächlich berühren, denn ich weiß, dass Frau Gabler hier auch noch einige Beispiele der Standards erwähnen möchte, die wichtig sind für die SDGs, die nachhaltigen Entwicklungsziele und auch für die Nachhaltigkeit ganz allgemein. Die Nachhaltigkeit wird durch drei Hauptdimensionen beschrieben. Es geht da um die Menschen, den Wohlstand und unseren Planeten. Und wenn wir entsprechend uns die erste Dimension vergegenwärtigen, also der wirtschaftliche Wohlstand, da muss man sagen, dass wir höhere
Wirtschaftsproduktivität genießen durch die Standards. Und 5 skandinavische Länder haben an einer Studie teilgenommen. Und da hat man gesehen, dass freiwillige Normen dazu führten, dass ein 28-prozentiges Wachstum beim BIP festgestellt werden konnte zwischen 1976 und 2014. AFNOR in Frankreich hat eine weitere Studie durchgeführt, wonach freiwillige Normen 0,81% zum französischen BIP zusätzlich beigetragen haben. Und ähnlich verhielt es sich in Neuseeland mit 1%. Das heißt, die Normen verbessern die Produktivität, aber die helfen uns auch dabei, die Umwelt zu schützen. Sie sind sicherlich vertraut mit einigen dieser Symbole. Marine Stewardship Council, zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel ein Gütesiegel und da wird entsprechend das nachhaltige Fischereiwesen unterstützt und das entsprechend des Ziels Nummer 14. Und da gibt es auch andere entsprechende Zeichen und Siegel, die Sie an Produkten wiederfinden können. Und dadurch wissen Sie, dass diese Produkte nachhaltig produziert wurden. Es gibt auch andere Umweltstandards, die entsprechend auf einem internationalen Rahmen basieren im Bereich der Messung von Treibhausgasen. Und das ist dann wiederum die Grundlage für uns, die Treibhausgasemissionen zu messen. Und darüber sind wir dann in der Lage, unsere Errungenschaften zu messen, insbesondere beim Erreichen des Ziels Nummer 13 und auch in Bezug auf das Pariser Klimaabkommen allgemein gesprochen. Und natürlich können wir auch an Standards denken, die es uns ermöglichen, gesellschaftliche Ziele zu erreichen. In ländlichen Gemeinschaften, insbesondere in afrikanischen Ländern, da haben wir das Beispiel, dass man sehr häufig keinen Zugang hat zu entsprechenden Sanitätssystemen. Und da sind einige Standards durchgeführt und eingeführt worden für Abwassersysteme ohne Kanalisation. Das heißt, in denjenigen Ländern, wo das nicht praktikabel wäre, ein Kanalisationssystem zu haben in jedem Dorf oder in jedem Teil des Landes können diese Standards angewendet werden. Aber mit der Unterstützung von Standards oder Normen wie diesen sind wir in der Lage, Zugang zu gewährleisten, zu entsprechend sauberem Abwassersystem und das für Milliarden von Menschen, die im Augenblick davon noch nicht profitieren können. Da können Sie sich also eine Reihe von Möglichkeiten überlegen, wie solche Standards und Normen die Erreichung der Agenda 2030 unterstützen. Ich habe also auch versucht zu erläutern, dass diese Standards nur als Teil von Regulierungssystemen voll wirksam werden können. Wir brauchen also eine Art Gemeinschaft, wir brauchen eine Partnerschaft zwischen den Normungsorganisationen und den Regulierungsorganisationen, so dass diese Normen und Standards, die die Nachhaltigkeit befördern, entsprechend auch in Regulierungssysteme mit eingebunden werden, die auf solchen Standards gründen, so dass die Standards auch das erfüllen können, wozu sie ursprünglich in der Lage waren und sind. Nun zurück zu meinem Projekt, die Arbeit, die wir im Augenblick leisten im Bereich der Standardisierung für die SDGs. Wir hatten 3 Ergebnisse, die wir erreichen wollten in unserem Projekt und wir arbeiten nach wie vor an allen 3. Zunächst einmal geht es darum, Fallstudien zusammenzustellen, die praktische Erfahrungen von Politikern im Einsatz von internationalen Standards zur nachhaltigen Entwicklung dokumentieren. Zweitens geht es um eine Datenbank. 1600 Standards und Normen sind eingepflegt worden und die Nutzer können entsprechend solche Standards identifizieren, die ihre politischen Maßnahmen unterstützen und diese dann auch entsprechend verbinden mit den SDGs und den entsprechenden Unterzielen. Und dann gibt es auch eine hochrangige Konferenz, an der wir mitgearbeitet haben, gemeinsam organisiert mit der ISO und über 800 Teilnehmern, die aus der ganzen Welt angereist kamen. Also die Fallstudien, unser erstes Projekt. Wir wollten, dass die Regulierungsbehörden ebenso wie die Regierungen diese Fallstudien präsentierten. Wir wollten einen lernenden Ansatz, sodass die Länder überall zusammenkommen würden und
entsprechend diskutieren würden, wie ihre Standards eingesetzt werden in der politischen Arbeit, in der Regulierungsarbeit. Und da hatten wir wirklich Fallstudien, die reichten vom Bereich der kommunalen Verwaltung bis hin zur nationalen Ebene und das aus allen Regionen. Insgesamt haben wir 90 Fallstudien erhalten. Wir haben 26 ausgewählt, die im Einklang standen mit unseren methodischen Ansätzen. Das können Sie auf unserer Website einsehen. Sie können das Ganze sich genau dort durchlesen. Und wir werden diese Fallstudien nach wie vor entsprechend unserer Methodik zusammenstellen. Und das ist sozusagen eine lebendige Sammlung verschiedener Fallstudien. Wir hoffen, dass daraus Forschung hervorgeht in Bezug auf die Folgen des Einsatzes von Standards durch Politiker und was die Herausforderungen sind, die sie dabei vielleicht haben und was wir tun können, um diesen Herausforderungen zu begegnen als Vereinte Nation, aber auch als Regulierungsbehörde. Wie können wir entsprechend die Aufnahme von Standards durch die Politiker weiter befördern, ebenso wie durch die Regulierer? Zweitens haben wir eine Datenbank erstellt. Im Augenblick ist diese noch nicht öffentlich zugänglich. 1600 Normen und Standards sind dort hinterlegt und wir entwickeln das noch weiter. Es werden zunehmend mehr eingepflegt und da beziehen wir auch andere Datenbanken mit ein. Es gibt also eine ganze Reihe von unterschiedlichen Organisationen, die beitragen zu dieser Datensammlung. Insgesamt haben wir auch mal einen Eindruck hier vermittelt auf der Folie. Da können Sie eine Suche durchführen, und zwar entsprechend eines bestimmten Suchwortes. Sie können zum Beispiel eingeben nachhaltige Energie oder Wasserqualität. Und die Datenbank gibt einem dann nicht nur die entsprechenden Normen, die diese politische Priorität unterstützen, sondern welche Organisation eine bestimmte Norm in diesem Bereich entwickelt hat und mit welchem SDG-Ziel dies im Einklang steht oder welches man dadurch erreichen kann. Der Grund, weshalb das noch nicht öffentlich zugänglich ist, ist, dass wir nach wie vor Tests durchführen, um zu gewährleisten, dass wir zuversichtlich sein können, dass wir immer gute Qualität bekommen, was die Suchergebnisse angeht. Und wir möchten natürlich auch die Datenbank noch weiter ausbauen, sodass alle 17 SDGs abgedeckt sind. Denn im Augenblick sind nur 4 Hauptziele abgedeckt. Also Wasser, Energie, nachhaltige Städte und Gemeinschaften und Klimamaßnahmen. Aber wir hoffen, dass sobald unsere Arbeitsgruppe wieder zusammentritt in einem Monat für die 28. Sitzung, dass wir dann in der Lage sein werden, diese Datenbank auch zugänglich zu machen und den Launch durchzuführen. Und da arbeiten wir im Augenblick auf diesen Termin hin. Wir möchten das Ganze dann auch ausweiten auf verschiedene Organisationen, die haben wir im Augenblick noch nicht mit einpflegen können, aber wir hoffen, dass wir dann in der Lage sein werden, noch mehr Standards mit einzupflegen in die Datenbank, sodass wirklich ein großes Spektrum abgedeckt wird von verschiedenen Normen und Standards, die man in der Politik einsetzen kann, sodass wir nicht vorgeben, welche Standards ausgewählt werden müssen, sondern dass die Politik die Wahlfreiheit hat und wir nur dazu beitragen, entsprechend das zu erleichtern, eine bestimmte Norm zu finden und dann damit arbeiten zu können. Das sind noch so ein paar Eindrücke von unserer Konferenz. Das war ja das dritte Ergebnis unseres Projekts. Am 26. September hatten wir eine große Konferenz, über 800 Teilnehmer. Wir hatten wirklich ein großes Publikum und beim zweiten Foto sieht man Marion Stolt. Sie ist Leiterin der technischen Kooperationseinheit in PTB in Deutschland und wir hatten natürlich auch einen wichtigen Geber für diese Konferenz. Wir haben uns natürlich sehr bedankt, was die finanzielle Unterstützung anging, aber auch was die inhaltliche Unterstützung anging, denn es gibt ja hier sehr viel Bemühungen
von deutscher Seite in Bezug auf die Verbreitung von Normen und Standards weltweit. Und vieles davon läuft über PTB und das insbesondere durch die Kompetenz bei der Standardisierung, die wir bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt vorfinden können. Und das Ganze natürlich durch den sogenannten Peer-Learning-Ansatz, also das Lernen unter Fachkollegen. Wir hatten also 4 sogenannte Breakout-Sessions zu diesen 4 SDGs. Wir hatten also Vertreter von Ministerien und Behörden, die mit den Normungsorganisationen ins Gespräch kamen. Und da gab es wirklich vielfältige Gespräche dazu, was noch getan werden könnte, damit noch mehr erreicht werden kann. Das war also eine sehr interessante Veranstaltung. Und nun versuchen wir auch daraus die Schlussfolgerungen zu ziehen. Und in einem Monat haben wir dann entsprechend unsere feierliche Arbeitssitzung der Arbeitsgruppe. Und dann werden wir natürlich auch berichten, was die Ergebnisse dieser Konferenz sind. Und wir werden versuchen, darüber zu sprechen, was wir noch tun können, um die Aufnahme von Standards durch die Politik noch stärker zu fördern. Das sind sozusagen die Meilensteine für die Zukunft. Also unser 6. Treffen findet vom 14. bis 16. November statt. Wir treffen uns ja regelmäßig als Arbeitsgruppe und eines der wichtigsten Themen auf der Tagesordnung ist diese Empfehlung, die Empfehlung für Standards und Regulierung für die nachhaltige Entwicklung. Und das hat natürlich sehr profitiert von der Projektarbeit, die wir im vergangenen Jahr durchgeführt haben. Hier werden Regulierungsbehörden ermutigt, ihre Regulierung zu basieren auf Entscheidungsprozessen, die wiederum gründen auf Risikomanagement. Und hier geht es darum, dass risikobasierte Entscheidungen getroffen werden müssen, um die Agenda 2030 umzusetzen. Die Agenda 2030, wie jedes andere Projekt, das wir in Angriff nehmen, hat natürlich auch viele Risiken, die damit einhergehen. Und gemeinsam müssen wir darüber nachdenken, wie wir diese Risiken angehen können. Und hier sind die Standards und Normen sicherlich eine wichtige Antwort. Und dann können wir das Risiko minimieren, die Ziele nicht zu erreichen, die wir uns vorgenommen haben. Also noch einmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank, Frau Jakir, für den kurzen Ausflug in das Reich der Standards und der Normen. Sie haben gesagt, es geht um Vergleichbarkeit. Sie geben der Politik sozusagen das Handwerkszeug. Und Sie meinten vorhin auch im kurzen Gespräch, dass die Umsetzung dann wesentlich schwieriger ist, gerade auch die Umsetzung auf nationaler Ebene. Und wenn man die nationale Perspektive betrachtet, dann wird uns jetzt Frau Gabler einen kurzen Einblick geben, aber natürlich auch die internationale Dimension sozusagen mit einbeziehen. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, Sie heute zu informieren über Normen und Standards zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele. Ich glaube, in der Normung sind wir ja immer sehr präzise. Insofern, ich glaube, es ist wichtig, diesen Aspekt der Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele hervorzuheben und nicht die Standardisierung der Nachhaltigkeitsziele. Das ist vielleicht ein bisschen irreführend, der Titel. Ich würde Ihnen gerne eine ganz kurze Einführung in das DIN und die Normung geben und Ihnen dann einige Beispiele zeigen für diese Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele durch Normen. Vielleicht vorab, wer Interesse hat, ich habe Ihnen einige Exemplare der deutschen Normungsstrategie mitgebracht. Das ist quasi die Leitlinie für DIN und für die Normung in Deutschland. Und ein Aspekt, den Frau Jacke hier sehr hervorgehoben hat heute, steht da auch drin, nämlich im Ziel 2. Normung und Standardisierung entlasten und unterstützen die staatliche Regelsetzung. Das ist ein Ziel, auf das gerade die Kollegen der Bundesregierung sehr viel Wert gelegt haben, auch, dass es hier als eines von 6 Zielen auftaucht. Und unter Ziel 4, das da heißt Wirtschaft und Gesellschaft sind die treibenden Kräfte in Normung und Standardisierung, findet sich unser Thema, nämlich als ein Unterpunkt. Die Arbeitsergebnisse der Normung und Standardisierung tragen zu einer nachhaltigen Entwicklung unter Berücksichtigung aller Schutzziele bei und unterstützen die UN-Nachhaltigkeitsziele. Also insofern sind wir da in der deutschen Normungsstrategie auch schon sehr nah an dem Thema dran. Das DIN ist eine
Organisationen, die privatwirtschaftlich organisiert sind. Wir haben einen Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland, der aus dem Jahr 1975 datiert und dafür sorgt, dass wir eine Art Alleinstellungsmerkmal haben. Wir sind die nationale Normungsorganisation und vertreten somit die nationalen Interessen in der europäischen und internationalen Normung. Wir verpflichten uns in dem Vertrag, die öffentlichen Interessen zu wahren und in der Normung eben, dass die Möglichkeit haben, die Normung einzufließen. Ein paar Zahlen, die ich finde zum Teil ganz eindrucksvoll sind. Wir haben 34.000 Normen im Moment im deutschen Normenwerk. Das inkludiert sämtliche europäischen Normen. Es gibt 20.000 europäische Normen und es gibt die Verpflichtung von allen Normungsorganisationen in Europa, diese eine europäische Norm zu übernehmen und eine möglicherweise bestehende nationale Norm zurückzuziehen. Und das ist eben eine, ja, man könnte sagen, Geheimnis des Binnenmarktes auch, Abbau technischer Handelshemmnisse, dass wir eben das Normenwerk europäisiert haben. Und es inkludiert, diese Zahl inkludiert auch internationale Normen, also in dem Fall ISO-Normen. Es sind 33.000 Menschen, die in Deutschland in der Normung mitarbeiten, also im Rahmen ihrer sonstigen Tätigkeit in der Regel in Unternehmen, dann also ihre Expertise in der Normung zur Verfügung stellen. Das DIN hat 450 Mitarbeiter. Wir machen nicht die Inhalte der Normen, sondern wir stellen quasi die Plattform für die Normung dar. Wir sind die Regelkundigen und wir machen das Projektmanagement sowohl für deutsche, europäische als auch internationale Normungsprojekte. Es kommen jedes Jahr neu 2200 Normen heraus. Das soll aber nicht heißen, dass jedes Jahr 2200 Normen zusätzlich kommen, sondern wir halten das Normenwerk ständig in Überarbeitung, weil die Normen ja den Anspruch haben, den Stand der Technik abzubilden. Und insofern muss ständig überprüft werden, bei den einzelnen Normen, ob die noch dem Stand der Technik genügen. Ansonsten werden sie eben überarbeitet. Wir sind organisiert in 69 Normenausschüssen. Das geht von diesem ganz klassischen Thema, wo jeder an DIN deckt, also Papier und Pappe, über Maschinenbau, Logistik, Luft- und Raumfahrt, bis hin heute natürlich zu den Themen Informationstechnologie und Anwendung. Also diese ganzen Digitalisierungsthemen spielen ja eine sehr große Rolle auch bei uns heutzutage. Ich sagte ja, das DIN ist privatwirtschaftlich organisiert. Unser Ertrag kommt im Wesentlichen von dem Verkauf der Dokumente, dem Verkauf der Normen. Das macht den größten Anteil aus. 20% kommt durch Projektmittel der Wirtschaft. Also wenn ein Wirtschaftsunternehmen in der Normung teilnimmt und seine Interessen mit einbringt, dann ist da ein Kostenbeitrag fällig. Und nur knapp 10% unseres Budgets kommt aus öffentlichen Mitteln und dies auch projektbezogen. Also das sind typischerweise Projekte, die mit Arbeitsschutz zu tun haben, mit Umweltschutz, wo eben die Bundesregierung ein Interesse dran hat und entsprechend diese Projekte dann auch finanziell unterstützt. Ich sagte ja, wir sind die aufgrund des Vertrages mit der Bundesrepublik Deutschland die nationale Interessenvertretung in der internationalen Normung. Die Frau Jacki hatte ein Bild gezeigt, das vielleicht so ein bisschen anders aussah. Sie hatte auch noch andere Regelsetzer da auf ihrer Übersicht. Unsere Welt sieht so aus, dass wir eben die nationale Plattform sind, die Interessen bei CEN und in Bezug auf die elektrotechnische Normung bei CENELEC vertritt und international bei ISO und IEC, also jeweils ist DIN bzw. für die Elektrotechnik DKE Mitglied in diesen Dachorganisationen. Die eigentliche technische Arbeit wird allerdings von den nationalen Normungsorganisationen gemacht und als sehr natürlich exportstarke Wirtschaft ist auch viel Interesse in der Wirtschaft, dass DIN hier Projekte übernimmt. Und wir sind in Europa, übernehmen wir 30% aller Normungsprojekte, das Projektmanagement. Und bei ISO sind es fast 20%. Da sind wir gleich auf mit den USA. Wer stark im Kommen ist in dem Bereich, ist natürlich China. Also China hat das Instrument Normung für sich sehr stark auch erkannt. Wer arbeitet nun in der Normung mit? Wer sind die, wir nennen das im Fachjargon interessierten Kreise oder neudeutsch Stakeholder, die ihr Wissen einbringen? Das ist natürlich klassischerweise das Wirtschaftsunternehmen, aber es sind eben auch die öffentliche Hand, Gewerkschaften, Wissenschaft und Forschung, Prüfinstitute, ganz viel, denken Sie an TÜV, DEKRA, die natürlich Normen dann auch oder genormte Prüfverfahren für sich nutzen.
Es sind in Deutschland sehr gut geregelt, auch institutionell geregelt, die Teilnahme des Verbraucherschutzes. Wir haben im DIN einen eigenen Verbraucherrat, der die Interessen der Verbraucher in die Normungsprojekte einbringt, so dass relevant ist. Arbeitsschutz, da gibt es die Kommission Arbeitsschutz in der Normung, die eben das Gleiche für den Arbeitsschutz tut. Und es gibt die Koordinierungsstelle Umweltschutz, gefördert auch vom Bundesministerium für Umwelt, die Aspekte des Umweltschutzes in die Normung einbringen. Wir arbeiten nach gewissen Grundsätzen, die auch in den schon erwähnten WTO Technical Barriers to Trade Richtlinien eine Rolle spielen. Da ist zunächst mal die Freiwilligkeit. Das muss man auch immer wieder betonen, auch gerade in Bezug zu den Gesetzen. Die Normen bleiben immer freiwillig einzuhaltende Dokumente oder Empfehlungen. Auch die Teilnahme an der Normung ist freiwillig. Also wir können auch als DIN immer nur dafür werben, dieses Instrument Normung zu nutzen. Wir können allerdings keinen verpflichten, wirklich teilnehmen. Verpflichten zur Teilnahme. Öffentlichkeit stellt DIN her. Sie können also über sämtliche Projekte auf unserer Webseite nachlesen. Wir streben natürlich eine breite Beteiligung an. Es wird bei uns im Konsens gearbeitet. Sie werden von Ihrer eigenen Arbeit kennen, dass das auch manchmal mühsam ist. Also Normung braucht eine Weile. Das wird uns manchmal auch vorgehalten. Aber wir sind im Schnitt bei den Normungsprojekten bei 3 Jahren. Also in 3 Jahren haben wir in der Regel eine Norm fertiggestellt. Und wir haben auch andere Dokumente, Spezifikationen, die auch schneller fertiggestellt werden können. Wir haben den Anspruch, den Stand der Technik abzubilden und auch ein wichtiger Punkt, die Kohärenz. Das deutsche Normenwerk inklusive der europäischen und internationalen Normen ist in sich kohärent. Es soll also nicht sein, dass Normen untereinander in Widerspruch stehen. Ein Thema, was ist jetzt nicht unser Thema heute, aber was in TTIP, wir hatten da mal Gespräche, auch eine große Rolle gespielt hat, weil die Amerikaner glauben nicht an die Kohärenz des Normenwerks, sondern an den Wettbewerb von Normen untereinander. Eine Norm kann von jedem beantragt werden. Jeder kann einen Normungsantrag stellen. Das klingt jetzt bürokratisch, als es ist. Man kann einfach eine E-Mail ans DIN schreiben. Dann kommen diese Interessengruppen, die ich Ihnen eben skizziert habe, zusammen. Wir müssen gucken, ist genug Interesse da, ein Projekt aufzulegen? Wird das Ganze finanziert? Und dann arbeiten die Experten eben im Konsens. Es gibt eine ganze Reihe festgelegter, es gibt eine Norm für die Normung, ja, also es ist genau festgelegt, wie das stattzufinden hat. Es gibt auf halber Strecke einen Normentwurf, der Öffentlichkeit zur Kommentierung zur Verfügung gestellt wird. Also Sie können auch als kleines Unternehmen zum Beispiel von Ihrem Schreibtisch aus sich das anschauen und da also auch Stellungnahmen abgeben. Und am Ende veröffentlichen wir eben die fertige DIN-Norm. Und das Ganze, wie gesagt, auch für europäische und internationale Projekte. Die Vorteile für die Wirtschaft wurden mal vor einigen Jahren berechnet mit 17 Milliarden Euro an Einsparungen durch Normung, beispielsweise durch Ressourcenschonung, durch Nutzen in der Entwicklung und in der Konstruktion. Die Wirtschaft ist nicht nur Wirtschaft, aber vor allem die Wirtschaft gerne natürlich auch in den Gremien unterwegs, weil da es eine besondere technische Plattform ist. Man bekommt besondere Informationen. Der Wettbewerber ist da, der Kunde ist da. Also es ist so eine Art Wissensnetzwerk, was da auch vorhanden ist. Die fertigen Normen erleichtern den Marktzugang und bauen Handelshemmnisse ab. Und ich sagte ja, im Binnenmarkt haben wir das in großen Teilen in Europa auch schon erreicht. Qualität ist ein Aspekt, der einem bei Normen einfällt, und natürlich auch Produktsicherheit. Vorteile für den Verbraucher: von den 34.000 oder 33.000 Normen sind ungefähr 10% Normen, die mit Verbraucherprodukten zu tun haben. Das meiste ist eben eher Business to Business. Und hier spielen so Punkte eine Rolle wie Kompatibilität. Uns allen fangen, glaube ich, Dinge ein, wo das nicht genormt ist, was dann ein Ärgernis ist. Also man merkt meistens die Normen erst, wenn sie fehlen. Haltbarkeit spielt eine Rolle, Sicherheit natürlich von Verbraucherprodukten, Verbraucherinformationen oder so Themen wie Barrierefreiheit. Diesen Punkt will ich nur kurz ansprechen. Wir hatten, Frau Jakia hat ihn ja schon gesagt, das Entscheidende ist, glaube ich, in der
Hilfestellung von Normen für den Gesetzgeber, dass wir eben der Normung ständig daran arbeiten, Innovationen zu berücksichtigen und die Normen auf dem Stand der Technik zu halten. Und es wird allerspätestens alle 5 Jahre jede Norm vorgenommen und geguckt, genügt die noch den aktuellen Anforderungen. Die Normung entlastet die staatliche Regelsetzung. Da haben wir in Deutschland eine ganze Reihe von Beispielen, wo die Gesetzgebung auf Normen Bezug nimmt, indem sie eben sagt, hier ist der aktuelle Stand der Technik einzuhalten, beziehungsweise die technischen Regeln einzuhalten. Und in Europa haben wir diese Vorgehensweise auch im sogenannten neuen Rechtsrahmen, wo eine ganze Reihe von Richtlinien auf Normen verweisen und insofern nur Schutzziele vorgeben und die Detaillösungen wie diese Schutzziele einzuhalten sind, eben in den Normen geregelt sind, die trotzdem noch freiwillige Dokumente bleiben. Es ist allerdings natürlich einfach das System insofern interessant, als die Normen eben auf dieses Expertenwissen zurückgreifen, was in der Normung herrscht und den Gesetzgeber von Detailregelungen entlastet. Zu den SDGs. Man könnte sagen, also ich habe es ja schon mit der Normungsstrategie darauf hingewiesen, also ein Stück weit ist unsere Arbeit eine grundsätzliche Unterstützung der UN-Nachhaltigkeitsziele dadurch, dass in diesen Normen Expertenwissen ist und aus, man könnte auch sagen, entwickelten Ländern wie Deutschland oder Europa quasi in die Welt getragen wird. Ja, also die internationalen Normen stehen ja auch den Entwicklungsländern zur Verfügung und können von denen genutzt werden. Und es findet da also durchaus auch ein Wissenstransfer statt. Wir machen das auch ganz gezielt. Wir haben eine Abteilung, die nennt sich internationale Beratungsdienste, wo DIN beim Aufbau von Normungsorganisationen und Systemen in Drittweltländern konkrete Beratung leistet. Wir machen mit bei internationalen Projekten vom BMWI, werden die gesponsert, in Indien und Mexiko zum Beispiel zum Aufbau der Qualitätsinfrastruktur und arbeiten eben mit vielen Ländern bilateral zusammen, ganz besonders auch China, wo der Vorstand von DIN also auch in verschiedenen Beratungsgremien ist, weil das natürlich tatsächlich ein Land ist, was den Nutzen der Normen für sich erkannt hat, auch diese, man spricht auch von der Janusköpfigkeit der Normung. Ja, also internationale Normen öffnen Märkte, aber nationale Normen schotten sie natürlich auch ab. Und das spielt, diese Klaviatur spielt China auch ganz virtuos. Ich hatte ja schon gesagt, der Verbraucherschutz, Arbeitsschutz und Umweltschutz ist bei DIN, beziehungsweise in Deutschland, muss man sagen, institutionalisiert. Es gibt etwa die Koordinierungsstelle Umweltschutz, die sich dafür einsetzt, dass die Umweltaspekte generell in Normen und Standards berücksichtigt wird. Also wenn man so möchte, da die generelle Unterstützung des Nachhaltigkeitsziel 13. Und man könnte auch sagen, das Nachhaltigkeitsziel 17, diese Partnerschaften zur Erreichung der Ziele, ist im Grunde auch im System eingepflanzt, dadurch, dass wir eine große Gemeinschaft, ein großes Netzwerk darstellen von Experten, die hier eben das Ziel haben, technische Normen zu erarbeiten. Nochmal zu dieser Internationalität, die ich dauernd betone. Tatsächlich sind heutzutage 85% aller Normungsprojekte bei DIN gleich europäischen oder internationalen Hintergrunds. Ein paar ganz konkrete Beispiele zu einzelnen Unterstützung von Nachhaltigkeitszielen. Es gibt beispielsweise zum Ziel Hunger, könnte man, also ich habe jetzt einfach verschiedene Beispiele einfach mal herausgeholt, wo wir den Eindruck hatten, die passen zu bestimmten Zielen. Man muss sagen, es ist bis auf wenige Beispiele nicht so, dass jemand hergeht und sagt, also bisher nicht so, dass jemand hergeht und sagt, wir haben jetzt hier das Nachhaltigkeitsziel, jetzt wollen wir dazu gezielt eine Norm machen, sondern man kann eben sagen, viele der bereits bestehenden Normen zahlen quasi ein auf die Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele. Also hier beispielsweise eine internationale Norm, Sie erkennen das an dieser Bezeichnung, DIN EN ISO, zur nachhaltigen und rückverfolgbaren Kakaobohnen. Im Bereich Gesundheit gibt es sehr viele Beispiele. Das ist jetzt hier nur ein Beispiel, Qualität und Kompetenz bei patientennahen Untersuchungen. Es gibt sehr viele Normen im Bereich Medizintechnik, die natürlich dafür da sind, dass Medizinprodukte sicher für den Patienten sind.
In Deutschland, ein sehr alter Normenausschuss ist der für Wasserwesen, also für das Nachhaltigkeitsziel 6 haben wir hier zwei deutsche Beispiele für Trinkwasserinstallationen und Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke mal herausgeholt. Ziel 7, ich kann es jetzt selber gar nicht so genau erkennen, ich glaube, das geht um erneuerbare Energien, eine Spezifikation zur Klassifizierung von Dienstleistungen für technische Betriebsführung von erneuerbaren Energieanlagen. Die DIN ISO 50001, Anforderungen und Anleitungen zur Anwendung von Energiemanagementsystemen, ist insofern auch ganz interessant, weil hier für Unternehmen, die diese anwenden und sich danach zertifizieren lassen, Steuervorteile eine Rolle spielen. Also auch eine sehr gute Möglichkeit, den Nutzen bzw. die Anwendung von Normen zu unterstützen. Es gibt verschiedene Arten von Normen, wie Sie hier lesen. Managementsysteme ist quasi eine Art von Norm für das Management. Sie kennen alle die ISO 9001, das ist so die berühmteste Norm, da geht es um Qualitätsmanagement, aber es gibt das eben auch für Umweltschutzmanagement, für Energiemanagement. Das ist also eine bestimmte Art von Normen, eben eine andere Art als beispielsweise Normen für Produktsicherheit oder für Prüfverfahren beispielsweise. DIN ISO 26000, Leitfaden für die gesellschaftliche Verantwortung in Unternehmen und Organisationen. Das war ein sehr großes Projekt von ein paar Jahren, wo auch alle Entwicklungsländer sehr daran interessiert waren. Dann haben wir zunehmend, ich bin jetzt bei Ziel 10, Themen, die im Baubereich für Barrierefreiheit sorgen. Da kommt jetzt, das sind hier zwei Beispiele aus rein deutschen Normen, aber da wird jetzt in den nächsten Jahren auch mehr aus der europäischen Ebene kommen. Eine ISO-Norm zu Grundsätzen des nachhaltigen Bauens als Unterstützung von Ziel 11, also dieses Thema nachhaltige Städte. CWA, zweite Beispiel, steht für CEN Workshop Agreement. Das ist eine europäische Vorform einer Norm sozusagen. Ein ganz interessantes Projekt war das, welches im Rahmen von diesem großen europäischen Förderprogramm Horizon 2020, das Ihnen sicherlich ein Begriff ist, erarbeitet wurde, wo man gesagt hat, also um jetzt unsere Forschungsergebnisse in die Breite zu bekommen und vielen Städten in dem Fall zur Verfügung zu stellen, machen wir eben dieses CEN Workshop Agreement, wie man mit, also Leitfaden, wie man resilienter wird als Stadt. Der Normentwurf, das steht hier für Normentwurf, nachhaltige Entwicklung in Kommunen. Das ist, würde ich so sagen, vielleicht das Beispiel, was am ehesten, also da gibt es einen Anhang an diesem Leitfaden, wo genau steht, wie die Inhalte dieses Leitfadens, wie konkret die SDGs unterstützen. Also ich glaube, das ist das Beispiel, was so am nächsten, wo man wirklich aufzeigen kann, folgende Anforderungen in der Norm unterstützen folgende Nachhaltigkeitsziele. Ja, und ein letztes Beispiel, weil wir einfach mal die Liste möglichst voll gemacht haben, ist ein deutsche Norm Papier und Faserstoffe, relevante Umweltaspekte und Parameter für Papier. Und damit dachte ich, wäre ich fertig, aber jetzt haben wir noch kurz Beispiele zu den letzten Zielen 12, 13, 14. Verfahren zu, überlege ein bisschen was, das zweite hatte ich schon erwähnt, die DIN ISO 14000 Umweltmanagementsysteme, dann zu 13 auch nochmal Nachhaltigkeitskriterien für die Herstellung von Biokraftstoffen und zu guter Letzt eine internationale Norm für dieses Thema Unterwasser, Rückverfolgbarkeit von Fischereiprodukten, Beschreibung der Informationen, die in der Vertriebskette von Fangfischen aufzuzeichnen sind. Also das waren relativ, sag mal, fast willkürlich herausgegriffene Beispiele, aber das sind also, wie man merkt, wenige Beispiele von vielen, die eben, wo Normen und Standards einfach sich anbieten, um diese Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Gabler. Gerade beim Konsensprinzip, das ja gilt bei der Erstellung der Normen, fühlten wir uns natürlich auch an die Beiratsarbeit erinnert. Allerdings haben wir keine 3 Jahre Zeit, um Ergebnisse zu liefern, aber das ist vielleicht auch hier ein Unterschied. Ich würde in die erste Runde übergehen und darum bitten, dass bei der Frage dann auch die
jeweilige beantwortende Person genannt wird. Und der erste auf der Liste ist der Obmann der Unionsfraktion, Kai Wittecker. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei kleine Fragen an Frau Jakia und eine an Frau Gabler. Zum einen ist ja die Zahl 1600 Standards weltweit sehr beeindruckend. Gibt es dahin Bestrebungen, quasi Best-Practice-Standards zu setzen Ihrerseits und quasi einen Standard pro SDG zu etablieren? Zweite Frage, gibt es bereits ein Land auf dieser Welt, was auch diese Standards nutzt, um eine Gesetzesfolgenabschätzung durchzuführen und die Gesetze, die die jeweiligen nationalen Parlamente beschließen, daraufhin zu evaluieren bzw. die Folgen eben transparent auch dem Parlament darzustellen? Und die Frage, die ich an Frau Gabler habe, ist quasi Anschluss daran setzend, hielten Sie es denn für sinnvoll, wenn wir uns in Deutschland auch mit diesem Thema näher beschäftigen würden? Also sprich, dass wir in unseren Gesetzen eine Folgenabschätzung dessen machen, wenn wir diese Gesetze beschließen, vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsziele der UN, also dass wir da einheitliche Standards haben, die, auf deren Basis wir sie dann bewerten können. Yes, thank you very much. Ganz herzlichen Dank für diese Fragen. 1600 scheint eine beeindruckende Zahl zu sein, aber verglichen mit den Zahlen, die meine Kollegin Frau Gabler hier genannt hat, ist das ja doch ein sehr geringer Anteil der Normen, die es insgesamt weltweit gibt. Natürlich gibt es mehr als eine Norm pro Nachhaltigkeitsziel oder pro Indikator oder pro Unterziel. Und das bedeutet, dass bei jedem Indikator, bei jedem Unterziel es so viele verschiedene Dimensionen gibt. Und die müssen wir natürlich alle als Politik angehen, sodass das Ganze in die Realität umgesetzt wird. Das ist also nicht etwas, was eins zu eins erfolgt, sondern immer eins, was beeinflusst wird von vielen verschiedenen Normen. Und da möchten wir Wahlmöglichkeiten eröffnen für die Regulierungsbehörden, für die gewählten Vertreter, die ja entsprechend gewählt wurden, um diese Ziele im eigenen Land umzusetzen und an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Sie wissen das bereits. Die Agenda 2030 ist natürlich eine Agenda, die es gilt anzustreben, sodass jedes Land dann diese Agenda für sich selbst umsetzt, mit den eigenen Prioritäten, mit dem, was dann auf nationaler Ebene beschlossen wird. Und Deutschland hat das ja bereits getan und hat auch bereits die eigene nationale Strategie präsentiert. Das hat ja auch der Vorsitzende bereits erwähnt vor unserer Konferenz in Genf in diesem Sommer. Und was nun die Länder angeht, die diese Normen bereits einsetzen, das wäre wirklich fantastisch, wenn wir diese Datenbank mit Beispielen des tatsächlichen Einsatzes von Normen komplettieren könnten. Ich weiß, dass es noch eine weitere Datenbank gibt und dort geht es ausschließlich um die erneuerbaren Energien. ARENA unterhält diese Datenbank, das ist eine weitere Organisation und die waren auch in der Lage, die entsprechende Norm zu verbinden, zu referenzieren mit der Aufnahme und mit der Integration dieser Norm in die entsprechende Gesetzgebung. Das heißt, wir hätten gerne auch eine Verknüpfung zwischen der Norm, dem Nachhaltigkeitsziel und der Reflexion in einer entsprechenden Regulierung. Dann könnten die Länder voneinander lernen, wie man Normen einsetzen kann und das Ganze auch am praktischen Beispiel erleben, insbesondere vielleicht in einem Land, wo es einen Handelspartner gibt. Ganz herzlichen Dank. Also ich denke, es ist ja deutlich geworden heute bei uns beiden, dass wir Standards und Normen anbieten sozusagen als Untersetzung von Gesetzen, als Möglichkeit eben
Vorgaben, die in Gesetzen gemacht werden, für die Umsetzung da einfach eine Detaillösung anzugeben und Hilfestellung zu leisten. Also das ist das eine. Das andere, die Fragen der Folgeabschätzung, also müsste man sich natürlich jetzt im Einzelnen anschauen, aber prinzipiell sind ja Normen und Standards dafür da, Dinge vergleichbar zu machen, Dinge messbar zu machen. Insofern bieten sie sich natürlich auch da an. Man muss eben im Einzelnen gucken, sind da Standards vorhanden, und wenn nicht, gibt es natürlich die Möglichkeit dann auch, die bei uns sozusagen zu initiieren. Herzlichen Dank. Die nächste Frage kommt von Herrn Dr. Lukas Köhler von der FDP-Fraktion. Ja, haben Sie. Vielen herzlichen Dank. Ich halte das, also ich bin ganz begeistert, ich halte das für einen absolut zentralen Teil der SCG-Umsetzung, die Frage nach Standards und Reporting. Deswegen ein paar Fragen. Und zwar die erste Frage an vielleicht auch beide. Gibt es einen Standard für Standards? Also was macht einen guten Standard aus? Sozusagen die Definition eines, also was ist ein guter Standard? Sozusagen als, das würde mich tatsächlich interessieren. Die nächste Frage damit verknüpft, auch leider jetzt an beide, Sie können sich aussuchen, wer das beantwortet. Gibt es einen Standard für Nachhaltigkeit? Also ich weiß, wir haben immer Probleme mit der Definition von Nachhaltigkeit, aber einen Standard für Nachhaltigkeit würde mich interessieren. Dann an die Frau, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Frau Yachia. Sie haben in Ihrem Bericht völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass Sie versuchen, Silo-Denken zu überwinden. Was mich interessieren würde, wäre die Integration der IPCC-Weltklimarat, also der, ich habe gesehen, es gibt noch einen anderen IPCC, habe ich heute gelernt, fantastisch, der Weltklimaratsstandards zur Bemessung von CO2. Vor allen Dingen von CO2-Ausstoß, aber auch die grundlegenden Sachen. Inwiefern gehen solche unterschiedlichen Messinstrumente in Ihre Standardisierungsverfahren ein? Letzte Frage an Sie, auch die Frage nach dem, also es gibt ja die Standards, und dann gibt es ja noch die Frage, wie die reported werden und implementiert werden. Desto internationaler Standards werden, desto schwieriger kann ich mir vorstellen, dass Reporting funktioniert. Wenn wir uns die COP24 jetzt in Katowice angucken, und die Definition des Rulebooks ist ja auch gerade diese Reporting-Frage nochmal eine ganz, ganz zentrale. Da würde mich tatsächlich Ihre Einschätzung interessieren, wenn es diese Standards gibt, wie wer überprüft das, kann man das überprüfen und wie gut funktioniert das? Eine letzte Frage an Sie, Frau Gabler, Entschuldigung, diese Plattform, wenn ich das richtig verstanden habe, definiert oder überprüft Standards ja auf die Frage, zu welchen SDG-Targets es passt. Jetzt hatten Sie gesagt, es gibt es nicht für Ihre beeindruckende Zahl von 34.000 Normen. Wie müsste man dann ein Forschungsprojekt aufsetzen? Wie könnte man sozusagen diese Normen, vielleicht jetzt nicht 34.000, aber ich weiß nicht, wie man es am sinnvollsten aufgreifen würde, aber wie käme man zu einem Prozess, der diese Normen dann runterbricht auf die SDGs oder die miteinander in Verbindung setzt. Vielen Dank. Frau Gabler? Ich fange mal mit der ersten Frage an, weil ich glaube, das ist bei mir am besten aufgehoben. Gibt es einen Standard für Standards? Ja, es gibt eine Norm für die Normung, sagen wir mal so. Ja, wobei das ist natürlich im Deutschen auch nochmal so ein Thema, was ist eigentlich eine Norm und was ist ein Standard? Wir haben da seitens DIN eine gewisse Definition, die aber, glaube ich, nur wir verstehen. Also es gibt eben aus unserer Sicht die Normen, die halt nach dem Prozess der Normung erarbeitet werden, und die Standards oder Spezifikationen sind sozusagen so eine Art Vorform beziehungsweise eine schnellere, kürzere Form. Ja, aber das ist, wie gesagt, sozusagen unsere Sichtweise. Es hat sich, glaube ich, im Sprachgebrauch immer mehr, gleicht sich das immer mehr an, Norm und Standard. Wir haben natürlich mit dem Begriff Norm einfach ein bisschen das Problem, es ist vom Gefühl im Deutschen nah an der Rechtsnorm, und darüber reden wir hier nicht, wir reden über technische Normen. Und in vielen Bereichen und im Englischen ist es halt der Standard. Also inzwischen wird es mehr so synonym auch verwendet. Und es gibt die DIN 820, das ist also die Norm für die Normung, wo genau festgelegt wird, wie der Prozess vorzugehen ist, und wir haben also sonst auch tausend, jede, also CENELEC, ISO, EC, also da gibt es ohne Ende Richtlinien, wie das zu machen ist. Zusätzlich gibt es ja die Vorgaben der WTO zu technischen Handelshemmnissen, wo eben auch die Dinge, die ich zum Teil hier auch als Grundsätze der Normung dargestellt habe, eben festgelegt sind, also breite Beteiligung, Öffentlichkeit, also Transparenz,
dazu auch noch Wirtschaftlichkeit. Also man muss natürlich auch immer in der Normung abwägen, was ist Sicherheit, was ist Nachhaltigkeit, aber das Ganze muss ja auch noch den Aspekt der Wirtschaftlichkeit genügen und natürlich so Aspekte wie Praktikabilität zum Beispiel. Also das ist ja auch immer wieder eine Herausforderung, dass die Normen auch durchaus praktikabel bleiben müssen. Zu der zweiten Frage, ich kann Ihnen das nicht so ad hoc beantworten, ob es einen Standard für die Nachhaltigkeit gibt, weil Nachhaltigkeit ist natürlich, wie Sie besser wissen als ich, ein sehr breites Thema. Also ich hatte ja ein Beispiel, nachhaltige Kakaobohnen, ja, also es fängt damit an und geht bis zu, weiß ich nicht, nachhaltigem Schiffsverkehr oder so, also es ist natürlich ein riesiges Thema. Aber was Sie sagten, die Frage der Terminologie, also das würde ich gerne nochmal prüfen bei uns, weil tatsächlich fängt die Normung ja oft an, einfach erstmal mit Terminologie, ja. Und das ist eben unsere Aufgabe, auch Terminologienormen zu machen, um zu sehen, um erstmal dann auch über das Gleiche zu reden. Also erstmal Begriffe auch zu definieren. Ob es eine Terminologienorm tatsächlich gibt, vielleicht weiß Frau Jack ja, ist das, ich müsste es nachschauen. Zum Reporting, ich glaube, da weiß vielleicht Frau Jack ja auch Bescheid, grundsätzlich ist es so bei uns, wir sind tatsächlich die Plattform zur Erarbeitung der Normen. Wir halten das als DIN nicht nach, ob die Normen genutzt werden. Es sind freiwillige Dokumente, die eben natürlich eine starke Wirkung entfalten im Geschäftsverkehr, im Handel etc., insbesondere auch dann, wenn Gesetze auf sie Bezug nehmen. Es ist aber nicht unsere Aufgabe, das nachzuhalten. Da gibt es dann ganz unterschiedliche Art und Weisen. Also in Normen in Verträgen in Bezug genommen werden, ist das natürlich eine Art, die nachzuhalten. Je nachdem, es gibt Prüfinstitute, es gibt benannte Stellen, also je nachdem, über was für Produkte wir beispielsweise reden, Marktaufsichtsbehörden werden da eben Normen nachgehalten. Aber es ist nicht unsere Aufgabe und wir zertifizieren auch nicht. Also das wäre ein Interessenskonflikt. Also DIN, es gibt zwar natürlich Zertifizierung nach DIN-Norm, aber DIN als Organisation zertifiziert nicht. Ich versuche ein bisschen ergänzend noch etwas zu erklären und schaue mir die internationale Dimension an. Da gibt es einen Verhaltenskodex für die Normung von der ISO und der IEC und das ist kodifiziert als Teil des WTO-TBT-Abkommens. Und da gibt es natürlich auch einige besondere Anforderungen. Ich habe auch versucht, die entsprechend zu erinnern. Ich kann mich aber nicht an alle erinnern, sondern nur an einige. Aber letzten Endes geht es um den Konsens. Der Konsens ist ein Haupterfordernis. Dies müssen auch Normen sein, die nicht diskriminierend sind in keinen entsprechenden Umständen und die müssen auch einsetzbar sein in Entwicklungsländern. Also das gibt so ein paar Dimensionen. Es gibt auch noch andere, weitere Dimensionen und da möchte ich Sie an die entsprechenden Dokumente verweisen, denn ich möchte hier nicht irreführend Auskunft geben, aber das ist ein kostenloses Dokument und ich möchte das gerne für Sie nachschlagen. Zum Thema Norm zur Nachhaltigkeit, also ISO 26000 hatte diesen Ehrgeiz, denn da ging es ja um eine Norm zur sozialen Verantwortung. Die Unternehmen sollten angeleitet werden darin, dass sie auch verantwortlich gemacht werden können für ihre Taten. Und das Ganze wird im Augenblick überprüft, ebenso wie auch dieser Verhaltenskodex, über den ich gerade sprach. Also sehr viel ist geschehen, seitdem diese Norm entwickelt wurde. Und natürlich wurde diese auch entwickelt, bevor die Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, überhaupt eine Realität waren. Das heißt, da können wir noch sehr viel Arbeit leisten in Bezug auf eine weitere Überprüfung dieser Referenzdokumente. Und natürlich wäre das schwierig, nur einen Standard oder eine Norm zu haben für diese verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit. Da brauchen wir sicherlich eine ganze Reihe von Normen, einige Tausende, um die Nachhaltigkeit in ihrer Vielfalt abzubilden.
Zum IPCC, da waren wir natürlich im Kontakt. Diese Dokumente wurden auf sehr pluralistische Art und Weise entwickelt. Das heißt, wir haben alle Organisationen kontaktiert, damit diese ihre Mitglieder bitten, die Fallstudien bereitzustellen. Und es gab auch Konsultationen in Bezug auf die Datenbank. Wir wollten hier auch verschiedene Normungsorganisationen kontaktieren, sodass die die Informationen überprüfen können, die wir in der Datenbank zur Verfügung stellen. Und wir waren natürlich auch im Kontakt mit unseren Kollegen beim IPCC. Das heißt, da möchten wir die Normen abbilden, die auch das Pariser Klimaabkommen mit unterstützen und die Emissionen überwachen. Das ist sicherlich eine wichtige Dimension, die für unsere Forschung eine große Rolle spielt. Zum Reporting. Es gibt eine wichtige Organisation namens GRI und die hat spezifische Normen zum Thema Reporting. Die werden auch verwendet vom Global Compact der Vereinten Nationen und die unterscheiden sich von den ISO-Normen. Denn die ISO-Normen, das habe ich ja bereits vorher gesagt, die sind eine Anleitung dazu, dass man Verfahren und Produkte nachhaltig gestaltet. Aber hier geht es um einen anderen Aspekt, nämlich um die Reporting-Standards oder Normen. Das sind wirklich nützliche Referenzdokumente. Das würde ein wenig Zeit benötigen, das jetzt noch genau zu erklären. Aber diese Organisation ist auch ein wichtiger Partner für uns. Regelmäßig gibt es auch Teilnehmer bei unseren entsprechenden Sitzungen und wir haben auch unseren Mitgliedern versucht zu erklären, dass wir nach wie vor in einer Lernkurve sind. Man versucht immer noch zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen den Reporting-Normen oder Standards und den anderen Standards. Das heißt, die Welt der Normen, die ist wirklich sehr vielseitig und vielfältig. Wir müssen uns der Stärken und Schwächen der verschiedenen Organisationen bewusst sein und wie diese am besten eingesetzt werden können von denen, die Recht setzen in verschiedenen Branchen und anderswo. Frau Dr. Hoffmann von den Grünen. Ich habe jetzt bis dato keinen mehr auf der Rednerliste, aber wir können diese Rednerliste natürlich noch fortsetzen, müssen aber nicht. Ah, jetzt. Oh, ganz herzlichen Dank an Sie. Sie haben das ja sehr eindrücklich geschildert, dass es bei den Normen ja um Orientierung geht, Standardsetzung, Vergleichbarkeit, Messbarkeit und am Ende auch so eine Art Regulierung. Und uns allen ist das, glaube ich, aus dem Alltag schon ziemlich vertraut, wenn es um so technische Dinge geht. Aber es ist natürlich was anderes und auch die Industrie geht ziemlich routiniert mit solchen Fragen der Normung und Anwendung um, ja. Aber es ist ja doch ein großer Unterschied zu diesen 17 Zielen, die wir da jetzt haben, weil jedes Ziel in sich ja sehr komplex ist und irgendjemand spricht mit mir, weil jedes Ziel in sich ja sehr komplex ist und auf der anderen Seite man sich ja auch nicht ein Ziel rausnehmen darf, sondern im Grunde alle 17 Ziele im Auge behalten muss. Also wir können ja keine Rosinenpickerei machen und deswegen halte ich das schon für ziemlich schwierig. Und hinzu kommt ja auch, dass viele Akteure zusammenkommen, die man da jetzt unter einen Hut bringen muss. Sie haben ja auch teilweise beschrieben, wie sie das machen, international und so. Aber ein Punkt ist, und das ist mir nochmal sehr wichtig, die Agenda 2030 benennt ja diese Multi-Stakeholder-Partnerschaften als quasi wesentliches Instrument, diese Ziele zu erreichen. Und das kann ja gut laufen und kann auch schwierig laufen, es ist, je nachdem, wie diese Partnerschaften zusammengesetzt sind und ob die dann auf Augenhöhe miteinander arbeiten können. Es gibt durchaus auch Konflikte bei solchen Partnerschaften zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren. Und es gibt auch in einzelnen Bereichen, in den Schwellenländern zum Beispiel oder Entwicklungsländern, überhaupt Vorbehalte dagegen, mit der Wirtschaft gemeinsam solche Ziele auch zu entwickeln, weil sie eben befürchten, dass sie nicht auf Augenhöhe sind. Und daher meine Frage vielleicht auch an Frau Gabler, wie können Sie das sicherstellen,
dass eben alle da auf Augenhöhe beteiligt werden und dass nicht unser Vorsprung, Sie haben ja geschildert, wie viele Jahre wir schon daran arbeiten und andere fangen gerade mal damit an oder manche unserer Standards und Normen sind schon in der Praxis 100-mal bewiesen und in anderen Bereichen kommen jetzt neue dazu, wo wir alle auch keine Erfahrung damit haben. Wie stellen Sie sicher, dass da die Qualität ist? Und dann an Frau Yahya vielleicht nochmal die Frage. Sie haben jetzt von der DIN ISO 26000 berichtet. Das hat ja auch sehr, sehr lange gedauert, bis man da übereingekommen ist, wenn ich es richtig weiß, 10 Jahre. Und Sie haben ja eben schon selber gesagt, im Grunde ist das überarbeitungsbedürftig. Und ich habe einfach auch so das Gefühl, man kann ja auch nicht jetzt so lange warten, weil es geht ja in vielen Bereichen darum, dass wir jetzt ins Handeln kommen und jetzt nicht 10 Jahre brauchen, bis wir uns auf einen Weg verständigen oder einen Indikator. Daher die Frage, wie kann man das parallel machen oder wie kann man die Maßnahmen voranbringen und da jetzt umsetzen? Also Ihre Plattform, Ihre Datenbank, die Sie angesprochen hat, ist vielleicht ein gutes Instrument dafür, aber vielleicht gibt es auch noch andere Wege. Beginnt Frau Gabler. Ja, ein paar Bemerkungen zu Ihrer Ausführung Augenhöhe. Das ist natürlich eine wichtige Frage. Ich glaube, da gibt es einmal so den Aspekt, welche, wie gesagt, wir nennen das interessierten Kreise, welche Stakeholder arbeiten mit. Und dann, wie sieht das aus mit zwischen Ländern auf internationaler Ebene? Und ich sagte ja, wir haben also sehr genaue Leitfäden, Leitliniennormen für die Normung, die eben auch vorsieht, dass in unserem System, ich sag mal, keine, also es geht eben um den Konsens und es geht nicht darum, dass eine Firma kommt und sagt, ich schmeiße jetzt hier mal 10.000 Euro auf den Tisch und dann schreibt ihr mir in die Norm rein, was ich haben will. Ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt. Es gibt aber solche Organisationen, wo das gemacht wird und das ist eben bei uns nicht möglich. Also weiterhin bleibt natürlich die Frage der Freiwilligkeit, also auch die Frage eben natürlich, was immer ein Problem ist, ein bisschen sind die Ressourcen, haben eigentlich KMU oder haben Organisationen, die vielleicht eben soziale Interessen vertreten, haben die Ressourcen in der Normung teilzunehmen. Das sind immer Fragen, die eine Rolle spielen. Aber von unseren Regelungen her ist also die Augenhöhe einfach gegeben. Dafür sind auch die Kollegen im Projektmanagement einfach auch natürlich da, um auch zu gucken, dass die Regeln eingehalten werden und dass alle eine Möglichkeit haben, ihren Interessen einzubringen. Oder zum Beispiel auch, ich sagte ja, es gibt im Prozess der Normung einen Punkt, wo ein Normentwurf erstmal veröffentlicht wird. Jeder kann dazu Stellung nehmen und es muss jede Stellungnahme auch verhandelt werden. Ja, man kann nicht einfach das vom Tisch wischen. Also das sozusagen zur Teilnahme der interessierten Kreise. Auf internationaler Ebene ist es so, dass wir bei ISO das Prinzip haben, One Country, One Vote. Ein Punkt, der durchaus manche großen Länder, also uns nicht so sehr, aber manche Länder sehr ärgert, ja, weil also natürlich ein großer Industriestaat die gleiche Stimmen hat dann wie ein kleiner Entwicklungsland. Also das ist aber so geregelt und auch da ist es natürlich so, es wird auf Augenhöhe geredet, aber nicht jedes Entwicklungsland wird in jedem Projekt mit dabei sein, ja, einfach auch aus Ressourcengründen. Aber die Rechte sind quasi die gleichen. Und wir sehen das eigentlich schon auch, also vielleicht eher tatsächlich im mehr doch technischen Bereich, aber schon auch als ein Stück, wenn man so möchte, Entwicklungshilfe, weil Normen sind ja auch ein Teil einfach, decken ja Wissen auf, machen Wissen, geben Wissen zur Verfügung und insofern kann da auch eben Wissenstransfer stattfinden zwischen Normen, die wir hauptsächlich vielleicht aus Europa geschrieben haben, weil wir in der Technologie weiter sind. Sie stehen aber eben auch in anderen Ländern zur Verfügung. Also wir sehen das eben so rum, dass wir da eben auch einen Beitrag leisten, Wissen zu verbreiten. Herzlichen Dank. Jetzt ist die Frage in die Runde, ob es noch weitere Fragen gibt. Frau Yahya, jetzt hätte ich Sie fast vergessen. Entschuldigung. Thank you very much. Vielen Dank für die Fragen.
Ich fand es sehr gut, wie Sie das beschrieben haben. Sie sprachen über die Partnerschaften, die wir haben bei der Entwicklung von Regulierungen. Und das bringt mich zu einem anderen Aspekt unserer Arbeit in unserer Arbeitsgruppe, nämlich die risikobasierte Regelungspolitik. Wir versuchen hier sehr pragmatisch, sehr praktisch zu arbeiten, und das haben wir in vielen Ländern, in vielen Bereichen gemacht. Wir bringen also die verschiedenen Akteure, die verschiedenen Stakeholder zusammen, und wir fragen sie, welches Ziel wollen sie erreichen? Und es dauert relativ lange, bis die Antworten kommen. Aber wenn wir die Antworten haben, dann können wir sie fragen, welche Risiken gibt es? Welche Risiken könnten die Erreichung des Zieles gefährden? Was könnte also schief laufen? Und momentan gibt es zum Beispiel die Nachhaltigkeitsziele. Was könnte ein Hindernis darstellen auf dem Weg zur Erreichung dieser Ziele? Es geht also um einen strukturierten Dialog auf der Grundlage der ISO 31.000. Und wenn wir also festgestellt haben, welche Risiken bestehen, dann erstellen wir eine Art Ranking, sodass wir sehen, wie wichtig diese verschiedenen Risiken sind im Vergleich zueinander. Dann überlegen wir, wie wir mit diesen Risiken umgehen können. Teilweise kann die Wirtschaft dies alleine tun, durch Selbstregulierung, durch bestimmte Maßnahmen, insbesondere durch Normen, möglicherweise diese freiwilligen Normen. Und dann gibt es aber vielleicht auch andere Lösungen. Und unsere Partner, die mit am Tisch sitzen, würden vielleicht gar nicht auf die Lösungen kommen. Aber insgesamt, wenn alle zusammen an einem Tisch sitzen, findet man vielleicht diese Lösungen. Das ist also, glaube ich, sehr nützlich, um einen Dialog zu fördern mit den verschiedenen Partnern. Dann ging es bei der zweiten Frage darum, warum wir so lange warten, obwohl die Probleme, die Themen so dringend sind. Ich glaube, wir sehen das aber anhand der Datenbanken. Man kann die Datenbanken nutzen, um die internationalen Normen zu verwenden. Man muss also nicht unbedingt einen neuen Standard für ein bestimmtes Land entwickeln. Vielleicht gibt es schon eine ISO-Norm, und das heißt, dass DIN zum Beispiel diese ISO-Norm übernehmen kann, und dann hätte man einen nationalen Standard, eine nationale Norm für Deutschland, die man dann einspeisen könnte in den Gesetzgebungsprozess. Es gibt also viele internationale Normen. Und Sibylle sagte schon, dass es verschiedene Mechanismen gibt, dass man nicht immer eine Norm braucht. Es gibt teilweise eine Art Norm-Light, die gibt es auch auf der internationalen Ebene. Und da geht es viel schneller, solche Leitnormen zu entwickeln. Teilweise braucht man weniger als ein Jahr, um eine solche Normleit zu entwickeln. Diese verschiedenen Instrumente, Werkzeuge gibt es also. Und wir müssen, glaube ich, vor allem einfach mehr lernen darüber und über die verschiedenen Chancen, die verschiedenen Möglichkeiten, die bestehen. Vielen Dank. Ich schaue jetzt noch mal in die Runde, ob es noch Fragen gibt. Ansonsten denke ich aber, dass alle Fragen wirklich sehr ausführlich beantwortet wurden. Ich bedanke mich auch für die Darstellung Ihrer Arbeit, und ich würde einfach vorschlagen, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben, weil ich glaube schon, dass man gesehen hat, wie wichtig dieser Prozess ist, auch bei der Umsetzung der SDGs, dass natürlich, wie Sie sagten, der Regelsetzer, der Gesetzgeber gefordert ist, aber auch der Beitrag der Normen nicht zu unterschätzen ist. Und in dem Sinne freue ich mich auf den weiteren Austausch und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Ausführungen. Dankeschön.